Kurz Scheuklappen aufsetzen. Oh. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist ja wirklich auch nicht geil, aber okay. Aber gezwungenermaßen auf den Settings zu spielen, ist wirklich schrecklich. Ui. Boah. Boah. Direkt Kopfschmerzen. Hoppa. Warum liegt da so viel Loot hinter mir? Oh mein Gott. So war das wirklich? Digga. Man muss auch sagen, also es laggt auch jetzt durch die 60 FPS. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach für meinen PC, das zu machen. Hier, guck mal, hier liegt voll viel Stuff. Ich fühle mich auch so klein irgendwie auf der Map. Als wäre ich so nah am Boden. Nee. Oh, ist das scheiße. 100% mehr Aim. Ja, der Aim-Assist kann jetzt eigentlich besser funktionieren, ne? Bei kleinerem FOV ist ja eigentlich so, dass der Aim-Assist stärker ist. Guck mal, wie langsam es einfach aussieht dadurch. Aim-Assist merkt man safe direkt. Ich bin richtig schwer von dem Gegner da unten weggekommen gerade. Oh nein. Ist das scheiße. Ich habe mich aber wieder selbst geprezelt. Lieben wir. Trotzdem besser, alles gut. Ohne Hittencluster. Movement God, auch mit 80er FOV. Junge, 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 Junge. Und die sitzen da zu siebt drauf, glaube ich. Und da ist auch ein Cluster auf mich. Geil. Warum spielt der 80er FOV? Weil das gerade gefragt wurde, ob lieber das so mit 60 FPS, 80er FOV, PS4, dafür Verdansk, Nostalgiezeit, Prime, Warzone. Oder 300 FPS jetzt mit FOV und alles Mögliche. Deshalb, oh mein Gott, das ist aber wirklich schrecklich, ne? Oh mein Gott. Aber deshalb ist man halt irgendwann in Warzone 1 diesen Step gegangen, ne? Weg von Konsole hin zu PC. Weil das ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich nehme die 17 zum Loadout. Und vor allem den Schritt zurückzugehen ist halt nochmal viel schwieriger, als es gewohnt zu sein, so. Oh nein. Das ist geil, das Quality of Life Update existiert nicht mehr übrigens, ne? Dass wenn du dir Platten gibst und du nur zwei auf Tasche hast und dir die dritte, die fehlt, währenddem aufhebst. Wo ist der? Ich habe ihn nicht gefunden, er ist da oben. Dass du dann
dachte neu in der Not. Same. Das Plattengeben aufhören muss, einfach abbrechen muss. Es ist einfach gerade eine Level-Up-Dose runtergefallen. Mühle mit 35 Monaten Tier 3. Alter. Mühle, danke für den Support. Long time Sub da. Und Tier 3 extra Support auch noch. Kussi. Da wird gemäuersat. Ziemlich sicher von da drüben. Darf ich wieder hochstellen jetzt oder muss ich die Runde zu Ende spielen? Es ist schon sehr hässlich, muss ich sagen. Digga, das sieht auch, das sieht fast wie 60 FPS aus hier, Digga. Mir wird schlecht so langsam. Vor allem so auf Close Range. Ganz schlimm. Stell dir mal vor, es gäbe einfach den FOV-Slider nicht. Das ist 80, ne? Es geht sogar noch weniger. Das ist 60. Guck dich mal 60 FOV an. Also das ist nicht PC damals gewesen. Es war immer 80. Das ist das Niedrigste, was man einstellen kann. Das sieht schon sehr cursed aus, oder? Das sieht so richtig rangezoomt aus. Ich sehe einfach perfekt aus der Hüfte hier hinten, ob da ein Gegner ist oder nicht. Ich würde sehen, ob da auf diesem Kran da hinten ein Gegner ist. 80 FOV mit Max FPS. Wenn ich das darf, dann gerne, ja. 80, Graphics. Boah, das ist halt so viel smoother direkt, ne? Wow. Die 60 FPS, ich glaube, das führt auch zu Verzögerung tatsächlich. So finde ich das jetzt gar nicht mehr so schlimm, muss ich ehrlicherweise sagen. Das geht schon direkt klar. Sieht man auch im Stream den Unterschied zu, von 300 FPS zu 60 FPS? Beziehungsweise 250 in dem Fall. Bestimmt, oder? Weil das sieht ja wirklich einfach aus, als würde es übertrieben laggen mit 60 FPS. Wahrscheinlich kann das einfach meine Grafikkarte nicht so niedrige FPS-Zahlen. Sieht man den Unterschied auch im Stream? Aber nicht so krass. Ja, ja, klar, weil ich streame ja eigentlich auch nur in 60 FPS. Mein Monitor hat ja natürlich eine viel höhere Framerate. Dass ich den Unterschied mehr merke als ihr, ist klar. Oh, might be dead here. La 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 la. Tja, diese Gunfights. Das sieht so scheiße aus. So in der Weste, alles gut. Der, das sah so krass aus mit dem Aim Assist. Full Aim Mod einfach. Daran merkt man nochmal viel mehr, wie krass stark der Aim Assist ist. Mit niedrigerem FOV. Ekra ist der Beste. True, sorry. Fire sales done. Prices are back to normal. Gas is closing in.
Die müssen kommen hier, ne? Ja, guck mal da. Und von überall angeschaut worden einfach. Bro, wo guckt der mich hier an? Ach, da drüben. Ihr müsst aber alle kommen, ne, Jungs? Das ist ja klar. Wieso habe ich keine Teammates? Wieso wurde ich alleine gelassen? Mann. Digga, also, ist ja gut. Wenn ich auch einmal angeschaut werde. Ist das nervig. Wird dann beim Zuschauen schwindelig, ja, kann ich verstehen. Glaubt mir, beim Spielen auch nicht schön. Warum waren die jetzt so heiß auf meinen Heli? Was dachten die, wird das bringen? Da auf mich zu schießen. Einer Knock. Ich würde den Safe den Full Finish bekommen mit Double Nade. Der Gegner, nee, sein Teammate hinter ihm ist weggelaufen. Der Aim Assist hat einfach weggezogen, auf den im Headlet stand. Oh, scheiß Aim Assist, Alter. Das ist aber eine Sache, ich glaube, da wird niemals ein Nerf kommen, leider. Es wäre so schön, den Warzone 1 Aim Assist wieder zu haben. Der stark genug ist, dass er mit PC, mit Mouse, Keyboard spielen mithalten kann, aber der nicht so stark ist, dass er einfach gute Spieler sogar nervt. Jailbreak ist krass. Oha. Ich bin ein fucking Mastermind.
No. Nein, nein, wie? Mann, so bad timing. Der ist dann doch hochgekommen. Ich habe gar keine Steps mehr aus der Richtung gehört. Ich war mir sicher, die müssen da alle unten sein. Fuck. Oh. Ich hätte so gerne einen Win geholt. Solo versus Quads, Wondel, 80 FOV. Das ist sad. Das ist sad. Die haben Runde gewonnen sogar. Oh, ich hätte es echt holen können. Schade. Schade. Aber nee, Basti, das war Last Round jetzt. Das war Last Round. Meine Rotation war vor allem so geil. Wow. Aber hat halt nicht geholfen.